Diese Woche startet Crimes of the Future von David Cronenberg in den Kinos und Mirko war davon ganz schön irritiert. Also haben wir uns überlegt, gibt es eigentlich Filme, für die wir zu dumm sind? Genau darüber diskutieren wir heute in Was mit Film. Antje, wann hast du dich zuletzt so richtig dumm gefühlt, als du einen Film gesehen hast? Das ist schwer. Ich gucke gerade mal, was in meiner Liste an Filmen, für die ich zu dumm bin, das aktuellste ist. Also da ist auf jeden Fall ein Film von diesem Jahr dabei, der mich aber insofern nicht komplett dumm hinterlassen hat, als dass ich schon der Handlung folgen konnte, nur mir gewisse Regeln innerhalb dieses Films beim ersten Mal gucken nicht ganz klar waren. Ich meine, wir haben ja jetzt nicht gerankt oder so, deshalb würde ich jetzt einfach den Titel nennen, nämlich Everything, Everywhere, All at Once. Und das sind ja gerade Zeitschleifen, / Zeitreisenfilme. Jeder davon hat so gesehen eine eigene Logik und Everything, Everywhere, All at Once nimmt sich da nicht aus. Und da die Zeitreisenlogik mit den verschiedenen Zeitsträngen und Beeinflussung von verschiedenen Zeiten, was das dann für die Gegenwart bedeutet und so weiter und so fort, ich finde es nicht verwerflich, wenn man da beim ersten Mal nicht sofort durchsteigt. Zumal ja auch viele Zeitreisenfilme irgendwann an ihre Grenzen kommen, was sie so, wie es mit der inneren Logik aussieht. Und dann kommt ja noch dazu, dass Everything Everywhere All at Once sehr, sehr voll einfach ist und sehr, sehr schnell einfach ist in seinem Ganzen. Deshalb, ich konnte dem Film super folgen und mag den auch sehr, finde ihn total toll in allem, was er ist. Aber so zu 100% mitgekommen, was die Zeitreiselogik angeht, bin ich beim ersten Mal nicht. Da habe ich ihn aber auch zum Beispiel im Original gesehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das beim Schauen nochmal, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, wenn man schon weiß, worauf es hinausläuft und auch in der Synchro vielleicht, dass man dann ein bisschen besser, oder ich da ein bisschen besser mitkomme dann. Irgendwie, ich habe ihn zweimal auch gesehen und beim zweiten Mal habe ich schon das Gefühl, ich habe es ein bisschen besser begriffen. Ich glaube irgendwie auch, es ergibt auch nicht so viel Sinn, sage ich jetzt mal vorsichtig. Ich würde behaupten schon, das haben halt viele irgendwie schon gelobt, wenn ich mir so Reviews durchgelesen oder durchgehört habe, dass das halt eben alles so weit Sinn macht. Ich muss ja sagen, wenn wir zurückgehen, ich erinnere mich an Avengers Endgame, das war ja eine ganz andere Art der Zeitreiselogik. Generell, wie gesagt, für mich ist beim Zeitreisefilm im Speziellen jetzt gar nicht zwingend wichtig, dass ich die ganze Zeit denke, ah ja, sie folgen ihren eigenen Regeln. Ist natürlich schon cool, wenn einen irgendwelche inneren Logik-Sachen, die nicht funktionieren, wenn die einen nicht rausreißen. Aber im Zweifelsfall denke ich mir, ja gut, wenn der Film mich mitreißt, das ist einfach generell so, dann muss ich ihn im Zweifelsfall gar nicht verstehen. Hauptsache, er reißt mich mit. Also da funktionieren ja Filme auch über andere Reize, als darüber den Intellekt irgendwie zu stimulieren. Das finde ich auch. Und das funktioniert ja bei Everything, Everywhere, All at Once auch so gut, dass man emotional der Geschichte folgen kann, ohne zwangsläufig jetzt aufzeichnen können zu müssen, wie jetzt genau diese Handlungsebenen da nebeneinander, untereinander funktionieren. Aber ich finde, das ist generell so eine Sache. Also ich habe das Gefühl ganz oft, dass ich versuche, mich an Emotionen festzuhalten im Film, wenn ich schon nicht verstehe, was passiert. Ja. Und das reicht mir oft manchmal auch aus. Also zum Beispiel habe ich jetzt auch House of Cards, die eigentlich komplette Serie, bei mir auf der Liste, weil ich habe das nie verstanden. Also ich überlege gerade, ich habe die ersten 2 oder 3 Staffeln gesehen, kann da bislang aber das nicht ganz nachvollziehen. Ich habe das schon im Großen und Ganzen verstanden, aber dann muss man ja sagen, irgendwann ist es einfach fachlich so verzweigt. Genau, ja. Also da könnte ich, würde ich jetzt, habe ich jetzt gar nicht auf meiner Liste, aber da würde ich The Big Short noch mit reinschmeißen. Auch das geht in dieselbe Richtung. Das ist so viel, gerade im Englischen, das ist so viel Fachvokabular, die reden so schnell und obwohl sich ja Adam McKay auch noch Mühe gibt, das immer sehr anschaulich, Stichwort Margot Robbie in einem Schaumbad, versucht das zu erklären für Leute, die fachlich das nicht können oder da kein Wissen haben. Trotzdem ist es ultra komplex. Das ist ja in der US-amerikanischen Regierung und wie die funktioniert und aufgebaut ist, ist ja genauso. Aber ich finde, es setzt auch echt viel voraus. Auch bei Big Short habe ich das Gefühl. Ja, genau. Obwohl sie vielleicht das Gefühl haben, wir fangen jetzt mal wirklich bei Null an. Ja, nein, tun sie nicht. Minuten denke ich immer so, warte mal, was? Der Jenga-Turm ist jetzt, sind die Kredite und die sind da in dem Paket? Und trotzdem machen die Filme ja Spaß. Also ich hatte an House of Cards Spaß im Sinne von, ich fand es sehr, sehr unterhaltsam und faszinierend und gerade so als Charakterstudie. Und Big Short kann ich mir immer wieder angucken, also obwohl ich nicht alles verstehe. Das finde ich halt so krass. Also dann merkt man doch, dass die Form sowohl bei House of Cards als auch bei Big Short so in den Vordergrund tritt eigentlich, dass man zwar, ich sag mal, inhaltlich aufgibt an einem gewissen Punkt und sich nur noch so beschießen lässt. Und trotzdem habe ich schon immer auch das Gefühl,
dahingehend wie House of Cards zum Beispiel mich lenkt beim Gucken, mhm, durch Schnitt, durch Musik, dass ich denke, oh warte, jetzt kommt gerade was Wichtiges. Oh, hoffentlich gibt der Senator seine Stimme für Georgia. Ja. So, aber eigentlich weiß ich auch gar nicht, wofür. Ja, und interessant finde ich, dass ich zum Beispiel bei The Big Short auch niemand so richtig zu schade war, auch zuzugeben, ich habe das irgendwie nicht verstanden. Also ich habe das schon von vielen gehört, dass die meinten, diese ganzen Zusammenhänge habe ich trotzdem nicht gerafft. Und ich sag mal so, es ist ja schon eine Hemmschwelle zu sagen, irgendwie verstehe ich das nicht. Weil dann gibt man den anderen immer die Möglichkeit zu sagen, du bist aber dumm. Aber ich finde, Big Short ist gar kein Film, der das auf eine überhebliche Art und Weise oder sowas darstellt. Und da gibt es jetzt in meiner Liste noch ein paar andere Filme, wo ich das Gefühl habe, das sind einfach Angeberfilme und das ist Big Short überhaupt nicht. Versucht es und der scheitert vielleicht daran, aber... Das stimmt. Was wäre denn so ein Angeberfilm? Mank zum Beispiel. Ich kann dir überhaupt nicht erklären, was da passiert. Der setzt ja wirklich voraus, dass du jeden einzelnen Namen aus dieser Filmwelt Zeit da kennst. So, der hat auch, glaube ich, gar kein Interesse, Leute abzuholen, die das nicht alles schon vorher auch wussten. Mhm. Ich kann es dir überhaupt nicht erklären, was da passiert. Okay. Ja, ich muss sagen, ich habe Mank geguckt, der ist halt komplett an mir vorbeigerauscht. Da ist nichts hängen geblieben und gar nichts. Vielleicht gerade deshalb. Das kann ja wirklich sein, dass er da voraussetzt, man muss die Namen dieser alten Hollywood-Größen irgendwie alle kennen. Ja, aber dann muss ich den Film auch nicht mehr eigentlich gucken. Eigentlich nicht, also ist die Frage, ja, ist ein Liebhaberprojekt. Ist ja auch was komplett anderes, als das, was Fincher bisher gemacht hat. Also, wer weiß. Ich hätte da jetzt, wenn wir so ein bisschen beim Abgehoben sind und jetzt, oh, ich hoffe, ich kriege keinen Prügel in der Kommentarsektion, aber ich habe Tenet von Christopher Nolan. Ach, siehst du mal. Mhm. Und ich habe auch Dunkirk, möchte ich da gleich dran binden. Okay, das Witzige ist, ich habe auch noch einen Nolan. Den habe ich hier als Sondernennung markiert, weil das bei dem abhängig ist von meiner Tagesform, ob ich den verstehe oder nicht. Das ist Memento. Das ist total witzig, weil ich habe den 3-4 Mal schon geguckt und davon hält sich das genau die Waage, ob ich mitkomme oder nicht. Mhm. Also ich weiß, wie das funktioniert. Ich verstehe das, aber es gibt Tage, wenn ich den gucke, dann irgendwann bricht alles zusammen. Und ich habe den aber schon 1-2 Mal durchdrungen. Ich könnte jetzt auch nicht groß, klar, wir kennen alle die Erzählstruktur und so weiter, aber das finde ich so ganz witzig, dass ich mir Memento angucke und dann bin ich gespannt, verstehe ich ihn diesmal oder nicht. Tenet dagegen, ich habe da das Gefühl, dieser Satz, du musst es nicht verstehen, du musst es fühlen, hat Nolan ein bisschen zu wörtlich genommen. Und da finde ich halt auch, es hat ein bisschen was Arrogantes, muss ich gestehen. Aber genau das würde ich mir eigentlich wünschen. Also das ist ja eigentlich quasi das Gefühl, an das ich an Everything Everywhere All at Once oder an House of Cards rangehe, nämlich zu sagen, okay, weißt du, ist egal, erzähl mir mal das, wie du willst. Ja. Hauptsache, ich kann was dabei spüren. Ja. Und das habe ich jetzt bei Tenet so mittel das Gefühl gehabt. Und auch bei Dunkirk habe ich halt ganz stark das Gefühl, erstens, ich verstehe es nicht. Mhm. Ich verstehe auch die Idee nicht. Ich verstehe nicht, wieso die cool sein soll. Und ich verstehe nicht, wieso. Wieso? Ja. Ich verstehe gar nicht, wieso. Ja, da hast du recht. Das ging mir auch immer so ein bisschen. Ich meine, ich habe den Film mittlerweile 4-mal im Kino gesehen. Dunkirk. Achso, Entschuldigung. Ich war noch bei Tenet. Ich war noch bei Tenet. Okay, Entschuldigung, wir sind schon bei Dunkirk. Nein, lass es bei Tenet bleiben. Ich habe den Film 4-mal im Kino gesehen. Und er ist ja nicht völlig ohne Faszination, sonst hätte ich ihn ja nicht 4-mal im Kino gesehen. Aber wie gesagt, ich habe ihn auch beim 4. Mal nicht so durchdrungen, wie Nolan das vielleicht gewollt hätte. Oder nein, sagen wir so, ich glaube gar nicht groß, dass Nolan wollte, dass man den irgendwie durchdringt, weil ich glaube, er will wirklich nur, dass wir fühlen. Und dann können wir auch da die Verknüpfung mit Dunkirk herstellen. Da geht es ja eigentlich auch um Zeitgefühl, wenn man so will. Ich habe nur bei Tenet die ganze Zeit das Gefühl, und vielleicht ist es auch so ein bisschen dann der eigene Stolz, der verletzt wird, dass Nolan trotzdem verstanden hat, wie es funktioniert. Und eben nicht nur fühlt, sondern es auch verstanden hat. Und, ich finde, dafür quatscht der Film ja auch viel zu viel über diese ganzen Mechaniken. Genau. Wenn wir das nur fühlen sollen, wieso müssen die das denn alles erklären? Ja, also der ist nicht frei von Faszination, aber ich ärgere mich auch immer ein Stück weit, dass ich nicht, ich mir denke, ich verstehe es aber einfach nicht. Ich finde, die sind ja alle irgendwie, also bei Tenet hatte ich so richtig krasses Gefühl, aber auch bei Dunkirk so ein bisschen, aber eigentlich auch bei Inception und bei Memento und eigentlich alles, was Christopher Nolan macht, Interstellar ja auch, das ist alles auch immer so ein bisschen für das YouTube-Video-Essay, das dann nachher kommt und sagt, hello, now I'm explaining how Interstellar really works. Und dann sowas. Und dann so, ja, okay, aber das ist einfach, dass er sehr gut rechnen kann, macht er ja keinen tollen Film. Aber ich habe noch 2 Filme aufgetan, bei denen bei beiden geht es darum, eher in diese Welt einzutauchen und sich von der Welt
einsaugen zu lassen. Und für mich hat das bei dem einen funktioniert und bei dem anderen nicht. Und zwar ausgerechnet bei dem, in dessen Welt man überhaupt nicht eintauchen will, weil sie so verstörend ist, funktioniert's. Das ist nämlich Inland Empire. Oh, mhm. Und irgendwann, ich hoffe, du stimmst mir zu, irgendwann hast du das Gefühl, okay, jetzt ist mein Gehirn geschmolzen. Jetzt kann ich wirklich nur noch erleben, quasi. Mhm. Ich erinnere da an diesen aufgepusteten Kopf und so weiter. Oh, ist das eine furchtbare Szene. Und ich verstehe irgendwann nichts mehr, gar nichts mehr. Also, welche Ebene jetzt was ist, wer ist wo, auf welcher Ebene und so weiter und so fort. Aber bei Inland Empire geht da eine Riesenfaszination von aus. Mhm. Und bei The Fountain von Darren Aronofsky ist das alles extremst symbolisch und auch wunderschön. Und ich fände den auch nicht scheiße oder schlecht. Okay. Aber der ist mir zu, ich glaube, für solche Filme wurde der Begriff verkopft erfunden. Mhm. Und da, ich sag mal, sowohl The Fountain als auch Inland Empire sind Filme, bei denen ich irgendwann gesagt habe, okay, ich gebe jetzt auf mit dem Entschlüsseln, weil ich glaube, das macht keinen Sinn mehr. Und dann musste ich mich aber durch The Fountain quälen und durch Inland Empire nicht. Also das verstehe ich gar nicht. Ich finde The Fountain richtig toll. Ich verstehe zwar nicht genau, wieso diese spanische Inquisition da in den Film reinpasst oder wieso so viel Zeit dafür drauf geht, aber sonst finde ich den eigentlich, ja, vielleicht ist es die Tatsache, dass die Geschichten eigentlich alle auf eine super offensichtliche Art und Weise dasselbe erzählen, nämlich Hugh Jackman will etwas retten. ja. Und einmal ist er halt in der Seifenblase im Weltall und einmal ist er irgendwo in Lateinamerika und einmal eben im Hier und Jetzt und will seine krebskranke Frau vor dem Tod retten. Und dass die Geschichten nur so vage matchen, dass ich glaube, es auch nicht so viel Sinn ergibt zu sagen, wie... Ja, also ich sag mal so, es sind ja durchaus Parallelen zu Cloud Atlas da so ein bisschen zu sehen. Und bei Cloud Atlas weiß man ja, da sind halt einfach viele Jahre dazwischen. That's it. Mhm. Und bei The Fountain, wie du schon sagst, auch da sind verschiedene Zeiten im Zweifelsfall können dazwischen sein, aber dann hat man ja diese Blasensache, die ja zu zeitlos ist. Und ich glaube, ich hatte erst Cloud Atlas gesehen und dann The Fountain nachgeholt. Und wenn man dann Ich mag Cloud Atlas sehr, aber er ist nicht subtil. Hm. Er ist ganz schön plump, das muss man sagen. Der hat andere Qualitäten als eine clevere Story. Aber ich habe mir vielleicht bei The Fountain, hätte ich mir ein bisschen mehr Direktheit gewünscht, wie sie zum Beispiel einen Cloud Atlas dann präsentiert. Ich glaube, irgendwas ist da ja auch schief gelaufen. Der sollte ja eigentlich viel länger sein und da gibt es noch einen Comic zu oder irgendwie solche Geschichten. Ich glaube, Darren Aronofsky konnte das auch nicht ganz so umsetzen, wie es seine ursprüngliche Vision war. Welchen Film hattest du noch gleich davor im selben Atemzug? Ja, da finde ich, David Lynch ist zwar ein Regisseur, den man schwer versteht, aber den kann man immer fühlen. Ich finde, es ist ja ein sehr emotionaler Regisseur. Man kann von dem sehr viele Filme eigentlich nennen. Mhm. Ich finde, ausgerechnet Lost Highway, dadurch, dass ich mal... Ich habe mal eine Grafik gesehen, die diesen Zeitverlauf in Inland, Lost Highway. In Lost Highway darstellt. Eine ganz simple Grafik. Und dadurch macht das Ganze immer noch keinen Sinn, aber ich habe verstanden, wie hier gedacht wird. Deshalb habe ich zum Beispiel Lost Highway nicht genommen, weil den habe ich zwar am Ende immer noch nicht komplett durchdrungen, aber ich habe den verstanden. Und Inland Empire wird irgendwann sehr, sehr willkürlich einfach in dem... Aber ist es ein Film, wo du dich dann dumm fühlst? Nö. Genau, weil... Also nee, ich habe nur das Gefühl, ich bin jetzt nicht durch alle Türen durchgegangen, durch die Lynch bei seiner Inszenierung durchgegangen ist. Ich glaube, er hat mal erzählt, und das finde ich so inspirierend, aber ich finde es so... Ich glaube, es ist der Schlüssel zum Lesen von David Lynchs Film. Er meinte, er ist einfach immer jeden Tag zum Set gekommen und sie wussten halt nicht, was sie jetzt drehen. Das hat er sich dann so ausgedacht. Und ja, so wirkt auch dieser Film, dass er gesagt, so jetzt kann ich mir sehr gut vorstellen, mit der Kamera durch das Loch im Kleid und dann sind wir im Wald. Ja. So, und so ist ja dieser ganze Film auch irgendwie. Und ich glaube aber auch wirklich dieses intuitive Erzählen zu einem intuitiven Sehen irgendwie zu machen, zu sagen, man nimmt das jetzt einfach mal so, wie das kommt und spürt das einfach. Ja. Das ist, glaube ich, wie man es machen soll. Ja. Hast du noch welche? Ich habe noch welche. L.A. Confidential und Tinker, Tailor, Soldier, Spy. Okay. Und Sicario. Ich glaube, die kann man alle so in einem Wisch wegnehmen. Sicario, den habe ich nämlich vor ein paar Tagen erst gerewatcht. Und da saßen wir auch lustigerweise davor und haben gesagt, das geht so in die Richtung Big Short, ne? Also, dass man weiß, was sie machen, aber es ist so verzweigt
und kann so bestimmten Details nicht folgen. Aber so der groben Handlung und dem, was sie da machen. Ja, wer die Polizisten sind und wer die Bösen, das kriege ich gerade doch so irgendwie auf die Reihe. Aber, und halt der Film, die Trommeln machen, wuschen einen ja so auf beim Gucken, dass man es irgendwie die ganze Zeit spannend findet. Aber wirklich, wenn ich diesen genauen Plot mal erklären müsste, keine Ahnung. Genau das gleiche bei LA Confidential zum Beispiel. Dieses sich ewig verzweigen in irgendwelchen Namen und Leuten und irgendwie, wo man denkt, man könnte das doch auch einfach irgendwie einfacher erzählen, oder? Ja. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist nicht so schwer, einen sehr komplizierten Film zu machen. Da denke ich mir einfach 1000 Leute aus und du musst dir alle merken, ha, aber das ist auch nicht so genial. Nee, das stimmt schon, da hast du recht. Okay, jetzt würden wir von euch da draußen gerne wissen, welche Filme habt ihr bis heute nicht verstanden und vor allen Dingen, warum nicht? Also ist es vielleicht so, dass die Interpretation euch fern bleibt oder dass die Dinge, die dort gezeigt werden, für euch einfach keinen Sinn machen oder eben auch auf intellektueller Ebene, wie eben zum Beispiel bei The Big Short oder Sicario. Und ja, schämt euch nicht, wir haben auch nicht alles verstanden, was wir jemals gesehen haben, haben wir euch ja jetzt in den letzten Minuten erklärt. Schreibt es uns gerne in die Kommentare, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke, unterstützt uns sehr, sehr gerne monetär. In der Infobox steht, wie das geht und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss!